Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich wollte dir noch mal eben so ganz schnell kurz ja, das Neueste, was ich jetzt so beim Rossmann geshoppt habe, einmal zeigen. Beziehungsweise das Neueste, das, was jetzt gerade auch ja, neu reingekommen ist, beziehungsweise was ja auch nur LEs sind, die natürlich auch schnell wieder vergriffen sind. Und da habe ich gedacht, dann mache ich jetzt mal eben so ein schnelles, kurzes, knackiges Video von, weil den anderen Einkauf, den ich dann da, den Rest, den ich da noch habe, der kann auch später irgendwann mal kommen. Und das sind Produkte, die gibt es eigentlich immer, beziehungsweise die dann auch schon im Ausverkauf sind, die vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt in jedem Laden überhaupt noch vorrätig sind. Denn ich habe da einen Rossmann, der ist niegelnagelneu und da ist nichts los. Also ja, genau. Die Sachen wollte ich euch doch jetzt mal eben ganz schnell einmal zeigen. Da habe ich, womit fange ich denn an? Na, es ist jetzt keine LE, aber ich würde sagen, es ist recht neu im Sortiment und zwar von Rival de Loop. Ein Make-up, das Kollagen-Make-up, das habe ich mir jetzt in der Farbe 01 Natural Porcelain gekauft. Das ist dieses hier einmal. Das durfte einmal mit. Genau. Das wollte ich doch mal einmal testen. Ja, genau. So, dann habe ich ein Duschgel gekauft. Das Duschgel ist relativ neu. Es gibt es jetzt aber schon seit ein paar Wochen. Das ist jetzt von Adidas, das Pre-Sleep Calm Duschgel mit ätherisches Lavendelöl. Genau. Und das riecht so schön. Ich hatte sonst immer gerne im Winter abends das Duschgel. Das war mal nicht von Dusch, das war in so einer Quetschtube. Nämlich auch mit Lavendel. Das fand ich auch toll. Aber dieses. Oh, das riecht so schön. Also, das kann man sich auch. Also, da sollten auch ruhig die mal dran schnuppern, die eigentlich sonst gar kein Lavendel mögen. Weil. Das riecht einfach nur toll. Das riecht wirklich toll. Und ja, das landet jetzt auch direkt gleich einmal mit unter die Dusche für heute Abend. Oh, herrlich. So, das geht dahin. Dann, wenn wir schon so bei Duschen und dergleichen sind, das ist nämlich eine LE. Ach, die Sachen, die haben im Auto gelegen. Die sind jetzt feucht geworden, weil die sind kalt und jetzt hier drin ist es warm. Eine Cremeseife. Signs of Harmony. Verwöhnender aromatischer Duft. Da habe ich mir hier einmal die geholt. Da gab es ja verschiedene Sachen. Jetzt hatte ich aber nicht im Laden gelesen, wonach die ungefähr riechen sollen. Ich drehe das mal einmal auf und halte mal meinen Rüssel rein. Das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Ich kann jetzt nicht sagen, wonach es riecht. Es riecht wie ein Parfüm. Das ist schön. Ich habe ja erst gedacht, ich tue das ins Badezimmer. Aber. Nee. Ich glaube, das tue ich in die Küche, weil in der Küche. Da tue ich es doch ins Bad. Ist ja auch egal. Es wird auf jeden Fall aufgestellt. So, zack. Dann aus derselben Reihe habe ich mir so einen 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion. Wobei, so als Bodylotion, ja, natürlich spüre ich nie so wirklich, dass die auch als Bodylotion zum Abduschen wieder sind. Ich denke, der wird mit Sicherheit identisch riechen. Jetzt kann man hier nämlich nichts rauslesen. Raus riechen. Was steht denn da? Da steht doch irgendwie was. Fröhlich stimmende Zitronennote und erwärmenden Zedernholz verschmilzen mit einem sanften floralen Herz aus Orangenblüten. Abgerundet mit der verwöhnenden aromatischen Duft von sinnlich würzigen Akkorden. Steht das denn da auch drauf? Ja, ist dasselbe. Okay.
Ja, es riecht auf jeden Fall schön, lecker, parfümig. Ja, schön, 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 schön. Da freue ich mich schon drauf. Dann, ja, jetzt kommen wir zu den letzten vier Sachen. Das ist dann Dekoratives, was für auf die Augen. Genau, da habe ich als erstes von Rival de Loup die Brilliant Crush Eyeshadow Palette. Das ist die hier. Ist ja auch eine LE. So aus diesem Format gab es die im letzten Jahr ja auch. Das war eine schwarze und eine weiße Verpackung. Ja, ne? Habe ich auch heute schon drauf. Gibt es auch schon ein Video zu. Ich weiß nicht, vielleicht was. Ich denke, das Video werde ich eher hochladen wie jetzt dieses, aber das wird dann im ziemlich kurzen Abstand eigentlich auch sein. Genau. Ja, die einmal. Die Farben dazu werdet ihr dann auch in dem anderen Video sehen. Dann, die gibt es aber schon ein Müh länger. Das ist von Rival Loves Me, die ich kann es nicht aussprechen, Kiss. Die hier, da gibt es ja auch verschiedene, gab es mehrere Sachen zu. Ich habe mich jetzt nur irgendwie nur an die Paletten gehalten. Ich mache die mal einmal auf. Ja, wie gesagt, ich habe mich nur an die Paletten gehalten. Ist so klar. Ja, ne, das sind so die Farben. Ja, mal gucken. Ich wollte ja jetzt mit den neuen, die ich jetzt hier habe, ja auch noch Schminkis machen. Also ich gehe da jetzt auch noch nicht mit meinen Griffeln rein. Bei dem Tester, diese, die hier so. Huch, da war noch ein Blättchen, das habe ich gar nicht gesehen. Die hier, das sind auch so, ja, so feuchte. So, der glaube ich auch, der war glaube ich auch mit dabei. Ja, ne, die kann man dann so oben drauf als Top. Dann ebenfalls eine LE auch von Rival Loves Me, die Frosty Peem, Perm, Perm, Perm. Ich und mein Englisch. Die hier einmal. Na, so sieht die dann ohne der Wanderrolle aus. Hat keinen Spiegel. Und na, wie ist das scharf? Das sind einmal so die Farben. Auch hier die. Das sind ja die hier. Das ist aber auch so eine feuchte Farbe. Wie so Plättchen dann hinterher. Ich kann ja mal. Da gehe ich mal einmal so mit den Fingern rein. So. Und so, ne? Da sieht man es dann ungefähr. So sieht das dann aus. Ne? Das kann man sich dann so mit drauf tupfen. Wenn ich das jetzt hier so, habe ich es jetzt drauf getupft. Ist so scharf. Na. Ne? So sieht das dann aus. Fand ich ganz interessant. Schön. Durfte mit. So, habe ich die Banderole da. Die packe ich mir nämlich da wieder drum. Und aus derselben Reihe habe ich mir auch nochmal hier so ein Puderpinsel mitgenommen. Von der Rival de Loup Brilliant Crush gab es auch Pinsel. Aber aus der Form. Oder die Form hatte ich mir im letzten Jahr aus der LE, die genauso, also wo die Paletten genauso aufgestellt waren, hatte ich mir ja welche geholt und hinterher noch mal im Abverkauf, also von der Form habe ich dann und habe die dann da auch stehen lassen. So sieht dann der Pinsel aus, ne? Der Stiel, ja, den finde ich richtig schön. Ja, der ist ja so, der ist ja durchsichtig und dann sind da eben halt Sterne drin. Ja, so Goldpartikel, also silberne Sterne, würde ich sagen, sind da drin. Mit ja, goldenen Partikeln. Genau. Ja, richtig schön. Und hier oben eben halt ja, so ein ja, etwas fester. Gebundener, ja, jetzt, ne, ja, ein etwas fast abgebundener ja, Puderpinsel.
Ja, schön. Der durfte mit. Dann ebenfalls, ist aber auch schon ein bisschen älter. Hatte ich aber jetzt bei uns auch noch entdeckt. Die kam ja so zu Halloween. Ja, zu Halloween kam die raus. Oder kurz vor Halloween. Die Rival Lost Me, der da, der, ich lasse es. Die hier. Die Palette, genau. Die durfte dann auch noch mal eine mit. So, und das war mal eben, ja, das, was ich so an, ja, Neuheiten beziehungsweise, ja, so LEs jetzt noch mal eben schnell mit reinschmeißen wollte. Genau. So, das war's. Sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, netten Kommentar und ein Abo freuen. Okay. Wir sehen uns. Ciao!